So, hallo, willkommen zurück bei Alien Isolation. Ich habe das letzte Mal schon ein bisschen weiter gespielt gehabt, aber nachdem ich dreimal gestorben bin, habe ich gedacht, machen wir doch einfach hier einen Cut. Und ihr seht ja, hier hat es überall diese Alien-Eier. Und wir wissen ja, was aus diesen Alien-Eiern rauskommt. Von dem her müssen wir echt vorsichtig sein und auf jeden Fall mal den Flammenwerfer parat haben. Oh, Energie haben wir auch extrem wenig. Kann aber leider gerade kein Medikit basteln. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich deswegen gleich gestorben bin, wenn ich nur so wenig Energie habe. Aber ihr werdet gleich sehen, ohne hier viel spoilern zu wollen. Ladepack kann ich nicht so gut gebrauchen. So, jetzt hier müssen wir vorsichtig sein. Da kommt's. Nummer 1 haben wir erwischt. So, ich werf mal hier eine Leuchtfackel rein. Einfach, dass wir vielleicht ein bisschen besser sehen, die Viecher. Ups. Na super, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Okay, ganz vorsichtig. Ich höre das irgendwo. Da. Ja, wir haben es erwischt. Aber ich glaube, das waren noch nicht alle. Ich weiß, dass da noch eins ist, ich bin mir sicher. Deswegen, ich werde jetzt nicht hier anfangen, irgendwie an den Konsolen rumzuspielen, bevor ich nicht auch noch das dritte erledigt habe. Ah. Das wollte aus dem Ei rauskommen, oder? Sicher, ich sprühe da mal ein bisschen mit dem Feuer rein. Sicher. Ja, aber so richtig abgefackelt ist nur das hier. Wahrscheinlich war da noch ein weiteres Alien drin. Komm, der Vollständigkeit halber. Ein Ladepack, Sensor und Leuchtfackel. Auch nicht unbedingt die Sachen, wo ich unbedingt brauchen kann. Können wir ja nachladen, wenn wir jetzt schon Munition kriegen. Haben wir den wieder voll. Da oben hängt auch noch einer. Elektroschockladung und Schrott. Komponente B, jetzt können wir doch ein Medikit basteln. Auf das habe ich gewartet. Perfekt. So, da sieht die Welt doch schon viel besser aus. Revolver-Munition. Sehr nett. Sensor. Sensor braucht kein Mensch. Ich habe immer noch so im Ohr, als würde es hier irgendwo rumkrabbeln. Naja, wagen wir es. Gehen wir mal an die Konsole hin. Ich glaube, wir haben hier so eine Art Selbstzerstörung eingeleitet. Und wir sehen hier überall Kisten zum Verstecken. Ich wette, da kommt gleich die Mami nach Hause.
Das ist nur ein Sensor, den brauchen wir nicht. Ah, okay, die zweite Seite, hier gibt es noch was. Den Hebel machen wir nach unten. Okay, what's going on? Überladen Sie den Beta-Kern. Wie genau funktioniert das? Ah. Das ist vermutlich der Beta-Kern. Wenn der jetzt hier überlädt, dann wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn wir hier weggehen würden, oder? Ich hab's zu spät gesehen. Verdammt. Okay, dann eine zweite Runde. Da kommen wir her. Da geht's entlang. Ne, da kommen wir her. Moment. Wo geht's denn dahin? Ah, das ist der richtige Weg. Okay. Ich glaube, wir hätten da gar nicht blöd daneben stehen bleiben müssen. Wir können bestimmt schon weiter. Wenn wir hier nachher zurückgehen... Ups. Nein. Nein, ich habe ihn ganz vergessen. Ach. Ganz vergessen, dass die kleinen Viecher wieder am Start sind. Da hinten hat es das Ei, wo noch zu ist. Das müssen wir gleich abfackeln. Es waren drei Stück. Eins haben wir. Da muss aber nochmal irgendwo eins sein. Hier, oder? War es das jetzt? Ich glaube. Okay. Was ist das? Ach, diese Geräusche machen mich wahnsinnig. Okay, was ich eigentlich machen wollte, war hier einen Molotow-Cocktail platzieren. Der explodiert ja auch. Wo liegt der hier? Der müsste ja auch explodieren, wenn hier das Alien dann vorbeikommt. Und da haben wir unseren Rückweg mal ein bisschen abgesichert. So, ich glaube, noch ist alles ganz cool, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ladepack, Sensor, brauchen wir alles nicht. Was gibt's hier noch? Impfpistole. Ja, man, die Items spawnen ja auch zufällig. Das heißt, wer weiß, ob wir jetzt wieder die gleichen Sachen bekommen. Hier haben wir die Komponente B. Ganz... Aber wir brauchen aber Bindemittel. Mist. Okay. Ja, diesmal bekommen wir nur Sachen, wo wir nicht brauchen. Das heißt, wir können leider unsere Gesundheit nicht pushen. Das ist natürlich schwierig. Das heißt, am besten, das Alien erwischt uns gar nicht. Wenn wir das zu spät mit dem Flammenwerfer erwischen, dann fügt es uns ja auch Schaden zu. Ah, hier. Er hat Bindemittel dabei. Dann können wir uns doch ein Medikit basteln, was natürlich die Sache ein bisschen vereinfacht. So, einmal die Spritze in den Arm. Dann hier rüber. Und dann wollen wir mal diesen Kern überladen. Einmal. Zweimal. Wo liegen denn meine Flaschen? Ich sehe die gar nicht.
Ich sehe die gar nicht mehr. Egal, gehen wir zurück. Was soll's? Na toll. Scheiß Viech. Nix wie rein hier. What's going on? Das Alien war doch gerade hier in dem Raum. Ich hoffe, wir können kurz speichern. Ja, reicht. Okay. Und jetzt? Ethanol. Okay, ich glaube, wir müssen da entlang. Ich nehme doch lieber den Flammenwerfer, der ist ein bisschen präziser. Und mit dem Molotow-Cocktail können wir vielleicht nachher noch eine Bombe uns basteln. Dieser Schleim, der hier von der Decke tropft. Lauter Bewegungssignale um mich rum, was soll denn der Quatsch? Da ist noch ein zunes Ei. Die immer am besten gleich verbrennen. Sorry, nervöser Finger hier. Ethanol braucht man keins. Sensor auch nicht. Okay. Gerade nochmal gut gegangen. Ah, das hier ist doch offensichtlich eine Sackgasse. Was sollen wir hier machen? Gehen wir am besten wieder raus. Oh, da ist unser Freund das Alien. Was macht er? Komm, verschwind wieder. Ja, brav. Ah, wir müssen zurück und dann gibt es einen Gang rechts rein, oder wie? Was war denn das jetzt? Ah, hier geht's weiter. Boah, dieser Sabber, der hier von der Decke tropft. Ekelhaft. Ich glaube, das ist gar kein Wasser. Wir laufen hier einfach nur durch den puren Sabber. Das sieht auch alles hier so extrem gleich aus. Ah, okay, da kommen wir zum Kleiner. Autsch. Das ging gerade noch mal gut. Ah, wo bin ich hier? Da geht's nach oben. Ich wette, wir müssen da entlang. Da geht's nicht nach oben. Da ging's vielleicht mal nach oben. Oh, verdammt nochmal, ey. Wir haben bestimmt gleich keine Munition mehr. Dann haben wir ein Problem. Ah,
Mist, da ist es wieder. Das sind viele. Wir kämpfen wahrscheinlich gar nicht mehr gegen ein Alien, sondern schon gegen ganz viele. Verdammt. Sollten wir uns gut überlegen, wo wir langlaufen. Da geht's ja zurück. Aber wir verlaufen uns auch hier ständig. Da ist wieder eins der Aliens. Boah, der Motion Tracker bringt auch gar nichts mehr hier. Da blinkt er einfach nur noch überall. Ja, wie kommen wir denn da hin? Überladen Sie den Beta-Kern. Ja, wie denn? Die Leiter bringt nichts wirklich, nee. Wie geht's hier weiter? Da können wir auch nichts machen. Da auch nicht. Uns bleibt ja da nichts anderes übrig, als hier wieder weiterzulaufen. Nee, ich dachte, vielleicht kann man sich da einen Weg freibrennen. Wäre cool, wenn die Flammenwerferöl dabei hätten. Haben die aber sicherlich nicht. Ich habe da irgendwo gerade wieder so Geräusche ganz in der Nähe gehört. Ah, die hört man wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit. Ja, der Motion Tracker bringt hier echt absolut gar nichts mehr. Man hat einfach überall Signale. Ethanol und ein Ladepack. Ist das sehr nett. Ansonsten ist es auch wieder hier eine Sackgasse. Oh nee. Ja, ich habe nicht mehr viel Munition. Ich muss leider ein bisschen sparsam umgehen hier. Hier kommen wir doch her. Ah, da vorne gab es auch nichts, wo wir landen können. Da nach oben können wir bestimmt auch nicht. Hier rechts abbiegen, da kommen wir zu der Leiter hintere. Die bringt auch nichts. Und hier entlang, wo können wir da hin? Zu einem Alien, na klar. Und wir können speichern, das ist schon mal gut. Okay, puh. Ah, aber das sieht... Hier waren wir noch nicht, oder? Ich glaube, das sieht gut aus. Na super, kein Strom. War ja klar. Warum auch? Sowas bastel ich mir doch glatt nochmal. Von dem Alien dürfen wir uns nicht weiter stören lassen.
Komm, verschwind wieder. Verschwind jetzt. Ah, das schleicht immer noch darum. Wir brauchen zuerst Strom, um den Kern hier überladen zu können. So. Der Kumpel ist weg. Klar, an den Schaltern können wir nichts machen. Am besten ich laufe mal weiter, bevor das Alien da kommt. Ah, hier sieht doch aus, das sieht doch nach einem Reaktor hier aus. Sieht zumindest nur so aus. Ach Mist.